Wer sich Bright Assurance zum ersten Mal ansieht, kommt nicht umhin, aufgrund der Optik des Spiels zwangsläufig Parallelen zu RuneScape zu ziehen. Die leicht isometrische Ansicht, der Kachel- bzw. Grid-basierte Aufbau und die hauptsächlich durch Point-and-Click stattfindende Interaktion tun dabei ihr Übriges. Und tatsächlich kommt die Ähnlichkeit nicht von ungefähr, denn das Spiel wird von Andrew Gower, dem Schöpfer von RuneScape, entwickelt. Wer nun aber glaubt, bei Bright Assurance handelt es sich um eine Neuauflage von RuneScape, der liegt eindeutig falsch. Trotz der Ähnlichkeiten handelt es sich bei Bright Assurance um ein MMORPG, das zumindest derzeit vor allem auf eine deutlich entspanntere Spielerschaft zugeschnitten ist, die vor allem das Abenteuer sucht, das neue und unerforschte Spielwelten, wie eben die von Bright Assurance zu bieten hat. Da der Early Access Release auf Steam kurz bevorsteht, Informationen zu Bright Assurance aber recht spärlich gesät sind, habe ich so tief gegraben, wie es eben möglich ist, um kurz vor dem Start am 6. November einen möglichst vollständigen Eindruck von dem abzuliefern, was einen in dem neuen Titel von Andrew Gower erwartet. Pro Charakter müsst ihr euch bei Bright Assurance für eine von drei Klassen entscheiden, die zeitgleich auch so etwas wie eine eigene Fraktion darstellen sollen. Bei den drei Klassen handelt es sich um den Cryonite, den Guardian und den Hammermage. Was genau sich hinter diesen recht ungewöhnlichen Klassenbezeichnungen verbirgt, ist derzeit ein gut gehütetes Geheimnis des Developers. Zumindest ist aber bekannt, dass jede Klasse unbegrenzten Zugriff auf Nah- und Fernkampffähigkeiten sowie auf Rüstungen jeglicher Art haben soll. Wer also glaubt, dass ein Hammermage ein alter, bärtiger Mann in Robe sein muss, der mit einem Hammer auf seine Feinde einprügelt, kann das vermutlich sicher darstellen, muss es aber eben nicht. In jedem Fall trifft man die Wahl seiner Klasse einmalig für jeden Charakter und kann sie später nicht mehr ändern. Glücklicherweise gibt es jedoch drei Charakterslots zum Start des Spiels, sodass man im Zweifel alle drei Klassen unabhängig voneinander ausprobieren kann. Gerade die ungewöhnlichen Klassennamen sind einer der Gründe, warum ich es persönlich gar nicht erwarten kann, herauszufinden, was sich hinter ihnen verbirgt, und spätestens wenn das Spiel in den EA geht, werde ich alle Informationen, die man über den Cryonite, den Guardian und den Hammermage finden kann, auf jeden Fall hier nachschieben. Ähnlich ungewöhnlich wie die drei Klassen von Bright Assurance sind auch die Berufe oder Professions in dem Spiel. Neben erwartbaren Klassikern wie Alchemie, Schmieden, Holzfällen und dergleichen finden sich auch ungewöhnlichere Berufsbezeichnungen wie Scout, also Kundschafter, oder dem Detektiv in dem Spiel. Fest steht bislang, dass die Berufe im Gegensatz zu den drei Klassen allen Spielern unbegrenzt zur Verfügung stehen und man sich hier nicht entscheiden muss. Theoretisch ist es möglich, alle Berufe auf das Maximum zu leveln. Und ausgehend von den bisherigen Ingame-Szenen, die man so gesehen hat, dürfte das Skillen der Berufe eine der Hauptsäulen des täglichen Gameplay-Loops sein. Bislang ist bekannt, dass das Maximallevel der Berufe über Level 300 liegt, sodass ich davon ausgehe, dass die Grind-Komponente der Berufe mit einem ähnlichen Aufwand verbunden sein dürfte, wie es eben auch bei anderen ähnlichen Titeln der Fall ist. Neue Level in den Berufen schalten neue Meilensteine frei, wie beispielsweise neue Tränke für die Alchemie, die man brauen kann, oder neue Metalle, die man als Minenarbeiter abbauen kann. Gerüchteweise sollen die Level der Berufe auch direkten Einfluss auf bestimmte Interaktionen mit NPCs in der Spielwelt haben. Ob es sich dabei nur um erfahrbare Freischaltungen handelt oder NPCs in Konversationen auch darauf eingehen, in welchen Berufen ihr besonders gut seid, das ist derzeit nicht bekannt. Man kann jedoch erwarten, dass hinter den Berufen zum Teil sehr detailverliebte Systeme stecken. Denn man hat bereits für den Beruf des Detektivs Szenen gesehen, in denen der Spieler einen Verbrecher anhand von Hinweisen bei einer Gegenüberstellung identifizieren musste oder auch Verhöre durchführen konnte. Dass mit dem hohen Maximallevel auch eine hohe Grind-Komponente verbunden ist, zeigt übrigens auch der Umstand, dass man seine Berufe auch passiv leveln kann, wenn man ausloggt. Insgesamt wirken die Berufe auf der einen Seite so, als könnte man recht entspannt viele Stunden mit ihnen verbringen, aber auch als wären sie auf der anderen Seite auch derart detailverliebt gestaltet, sodass sie stets auch etwas Neues, Frisches mitbringen. Man darf gespannt sein. Ich denke, wer sich die Ingame-Szenen im Hintergrund angesehen hat, erwartet kein schnelles Action-Combat-System, und das ist auch gut so. Natürlich gehört es zu jedem guten RPG, dass man auch fiese Kreaturen erschlagen kann und damit seinen Teil zum Weltfrieden beiträgt. Allerdings gibt es zum Kampfsystem in Bright Assurance derzeit wenig belastbare Informationen. Aber zumindest ist bekannt, dass es in seiner Early Access Variante zunächst sehr simpel sein soll, und es wird vermutet, dass man in bester Early Game Manier schlicht einen Gegner rechtsklickt und der Kampf zwischen Monster und Spieler automatisiert abläuft und bis auf das Trinken von Potions oder einem potenziellen Waffenwechsel die Charakterwerte maßgeblich den Ausgang des Kampfes beeinflussen. Es ist bereits bestätigt, dass es legendäre Waffen geben wird, die auch eigene, aktive Kampffähigkeiten mitbringen werden, diese werden aber erst später ins Spiel gebracht.
Ob es eine Holy Trinity à la Tank, DPS, Heiler geben wird oder man sich Charaktere bauen kann, die entsprechende Nischen füllen, ist derzeit nicht bekannt. Und derzeit würde ich persönlich nicht damit rechnen, dass das Kampfsystem die Trinity oder ein ähnliches System unterstützt. Die Kämpfe in Brighter Shores bieten derzeit nur PvE an. PvP ist aber bereits bestätigt und es wird definitiv kommen. In welcher Form? Auch das ist allerdings momentan noch nicht bekannt. Die Spielwelt von Brighter Shores bietet nahezu nahtlose Übergänge zwischen den Zonen. Nahezu, weil es keine Ladebildschirme zwischen den Teilen der jeweiligen Maps, aber eben eine kleine Übergangsanimation gibt, wenn man von einem Abschnitt in den nächsten wechselt. Diese Abschnitte werden von den Entwicklern Räume genannt, weil es sich um kleine, begrenzte Bereiche handelt, die meist einem spezifischen Zweck dienen. Dass man durch zig leere Zonen laufen soll, wird laut den Entwicklern nicht passieren. Die Übergänge erkennt man jeweils an offensichtlich gestalteten Wegen oder Türen und kleinen Puzzlestücken, die in den ausgegrauten Bereich einer Map führen. Jeder einzelne Raum kann unbegrenzt und kontextuell instanziert werden. Das bedeutet, dass der zentrale Platz einer Stadt zu jeder Zeit mehr Spieler zeitgleich pro Instanz zulässt, ein Strandabschnitt mit Monstern beispielsweise, jedoch bis zur nächsten Instanz eine andere maximale Anzahl an Spielern zulässt, die auf die Mobdichte abgestimmt ist. Die Instanzierung wird vor allem auch deshalb nötig sein, um Gebiete nicht unnötig zu verstopfen. Einige Spielszenen zeigen so etwas wie einen Recall- oder Schnellreisespell. Ob es andere Möglichkeiten zur Schnellreise gibt, ist nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass die Wege zwischen den Städten bzw. jeweiligen Hubs allesamt über entsprechende Abkürzungen verfügen. Die Content-Patches von Brighter Shores sind in Episoden organisiert. Während wir zwar nicht wissen, in welcher Kadenz neue Inhalte veröffentlicht werden sollen, steht zumindest fest, dass der Release von Brighter Shores 4 Episoden beinhalten wird: Hopeport, Hope Forest, Mine of Mentuban und Crinopolis. Auch wenn Brighter Shores sich als Free-to-Play-Titel vermarktet, würde ich persönlich es eher als Free-to-Try bezeichnen, denn es gibt zwei Möglichkeiten, Brighter Shores zu spielen. Zum einen die freie Variante, ohne einen Cent zu bezahlen, zum anderen den Premium Pass. Und auch wenn die ersten jetzt schon mit den Augen rollen, nein, der Premium Pass gibt uns nicht die üblichen Boni wie mehr XP, mehr Loot, generell mehr von allem. Allerdings sind die zwei Episoden nach Hopeport und Hope Forest hinter dem Premium Pass gelockt, sodass Free-to-Play-Spieler sich nur in den ersten zwei Gebieten aufhalten, diese aber vollständig und ohne Einschränkungen erkunden und bespielen können. Hierbei ist aber wichtig zu wissen, dass die eingangs angesprochenen Berufe auch progressiv an die jeweiligen Episoden gebunden sind. Das bedeutet, dass ein Free-to-Play-Spieler nur Zugriff auf 6 der insgesamt 14 Berufe hat. Ich bin mir aber absolut sicher, dass Brighter Shores einem neuen Spieler damit dennoch eine faire und gute Menge Content anbietet, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob man tiefer ins Spiel einsteigen will oder eben auch nicht. Wer sich letztlich dafür entscheidet, den Premium Pass zu kaufen, wird mit monatlich ca. 5 € belastet, also auch ein Betrag, der niemandem wirklich wehtut. Andere Ingame-Käufe oder ähnliches gibt es, soweit bekannt, derzeit nicht, und die bisherigen Äußerungen von Gower legen nahe, dass wir nicht mit Pay-to-Win-Käufen rechnen müssen. Tatsächlich wissen wir es aber erst am 6. November. Insgesamt wirkt die Monetarisierung von Brighter Shores sehr fair, insbesondere da man mit dem Premium Pass neben dem Content Unlock auch noch einige kleine Goodies wie einen einzigartigen Namen und besondere Rüstungsfarben erhält. Spieler-zu-Spieler-Handel wird ebenfalls hinter dem Premium Pass gelockt sein, was aber letztlich ein Feature ist, das ohnehin erst später in das Spiel kommen und nicht am 6. November verfügbar sein wird. Lohnt es sich also nun, Brighter Shores zu spielen? Brighter Shores ist, zumindest nach dem, was wir bisher wissen, ein Spiel, das keinesfalls an die Hardcore-Spielerschaft gerichtet ist und das man eher als Slowburner bezeichnen kann. Ein Spiel, das klassische, simple Abenteuer und eine Menge Grindpotenzial mit sich bringt und vermutlich eher entschleunigend wirken dürfte. Derzeit hängen an dem Spiel aber auch viele Fragezeichen, insbesondere was den kooperativen Content des Spiels angeht. Und basierend auf den Informationen, die man derzeit von Personen aus der Beta sammeln konnte, dürfte sich die MMO-Komponente des Spiels derzeit vor allem darin erschöpfen, dass man viele Spieler neben sich durch die Spielwelt laufen und Dinge tun sieht, aber tatsächlich kooperativer Content, für den man Gruppen braucht oder der gezielt für Gruppen designt wurde, das wurde noch nicht vorgestellt. Angeblich soll es die Möglichkeit geben, Berufe im Koop auszuüben, aber hierzu gibt es leider keine belastbaren Informationen, die hier präsentierbar wären. Tatsächlich glaube ich, dass Brighter Shores, wenn es released wird, einen kurzen, anfänglichen Hype erleben wird, der jedoch recht schnell abflauen und teilweise auch zu negativen Reviews führen wird.
Nicht, weil das Spiel schlecht ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Brighter Shores ein ehrlicher, bodenständiger Titel ist, der sich nicht über dem verkauft, was er eigentlich ist. Dennoch wissen wir alle, dass MMO-Spieler gerne unerfüllbare Erwartungen haben und gerade bei kleinen Indie-Titeln oft etwas gesehen wird, das mit der Realität selten vereinbar ist. Daher wäre mein Vorschlag an all diejenigen, die Brighter Shores ausprobieren wollen: Geht ohne große Erwartungen hinein und nicht mit dem Gedanken, dass es das nächste Spiel wird, das ihr für 20 Jahre spielt. Habt Spaß, erkundet die Spielwelt und lasst euch von dem unterhalten, was das Spiel anbietet. Und wenn es zu wenig ist, kommt einfach später wieder. Brighter Shores soll circa 6 Monate im Early Access bleiben und basierend auf dem, was ich bisher gesehen habe, ist das eine sehr realistische Einschätzung. Wir werden sehen, wo wir landen. Bis dahin, bye bye.